Krass, ey. Alter, das wegen dem Spiel bekomme ich locker noch einen Herzinfarkt. Gestorben beim Let's Playen. Geil, oder? Also wenn sowas mal auf dem Grabstein stehen würde, wäre das krass, ey. Oder gestorben beim Zocken. Wegen zu viel Horror. Zu viel Grusel. Ich habe irgendwie keine Lust. Jetzt wisst ihr auch, warum ich den Cutter da immer nehme. Weil das einfach die beste Waffe ist in dem Spiel. Weil diese Maschinenpistole oder was das war, hat ja überhaupt nichts gebracht. Was ist denn das jetzt? Ein alter Sucherbord. Könnte doch nützlich sein. Was macht er jetzt? Was mache ich denn hier? Okay, Bot, Sucherbot, kannst mal ein bisschen suchen. Und vielleicht, wenn du eine Waffe hast oder sowas, kannst du vielleicht noch, ja, die ganzen Alien-Zombie-Monster umbringen. Kommt raus, wenn ihr euch traut, ihr Lutscher. Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ich schätze mal, ich muss nach da. Genau, nach da oben. Der Bot ist nach da. Oh! Hat da jetzt gerade jemand gesagt, so, ich bin tot? Hat sich wirklich so angehört, als hätte jemand geschrieben, es ist schon tot. Okay, gut, also jetzt war eine kleine lustige Szene in dem Spiel. Okay, wo schießen wir das mal hin? Da oben. Okay, gehen wir jetzt nach da oben. Bitte, bitte war's das jetzt. Ich hasse das, alleine in einem Raumfahrschiff zu sein. Ach was. Stirb! Doch! Endlich! Das war's nicht. Da kommen. Die sind eigentlich immer in Tausenden. Die kommen immer tausendmal. Uah. Ah! Stirb! Ah, warte. Bitte, war's das? Oh mein Gott. Oh fuck, ey. Oh, scheiße, ey. Wie das Spiel mich einfach nur abfucken will, ey. Wie das mich erschrecken will, einfach nur. Krass, ey. Oh, muss er loslassen. Ey, krass. Tausende von Szenen, wo ich mich erschrecke, ey. Und ich schrei hier euch, Bros und Sis und Dogs und Cats und whatever, Hamster und Weinschnecke, was weiß ich. What the fuck? Och nein. Bleib liegen. Ah! Nein, 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 nein. Bitte, bitte stirb, stirb! Nein! Oh, scheiße. Scheiße, ey. Scheiße. Okay, weiter geht's. Oh, ey. Krass, ey. Also, dieses Spiel kratzt auch richtig an den Stimmbändern dann. Weil ich ja dann wie so ein kleines Mädchen dann schreie.
Wieder ein Textlog gefunden. Ach, mein Gott. Immer so viele Textlogs. Aber jetzt egal. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Ich will jetzt unbedingt wissen, was hinter dieser Tür ist. Ich will unbedingt dieses Fahrschiff da, dieses Raum... dieses Raumschiff da finden. Ah! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Oh Gott, ey. Also dieses Spiel ist wirklich nichts für meine Stimmbänder oder allgemein für die Stimmbänder. Zumindest bei mir so. Weil ich schreie dann wie so ein kleines Mädchen. Aber ihr braucht jetzt nicht denken irgendwie, das ist Schauspielerei. Es ist, auch wenn ich jedes andere Horrorspiel spielen würde, würde ich auch so schreien. Alter, Tür, geh zu, geh zu, geh zu! Alter, jetzt weiß ich schon ganz genau, das regt auf, ey. Aber egal, zum Glück. Geh doch kaputt, ey. Ah! Ah, Mama! Und tschakka, 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 tschakka. Ah, mein Gott. What the fuck? Nein. Nein, 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 nein. Oh, nee. Nein, 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 nein. Oh. Also das ist wirklich richtig großer Abfuck irgendwie. Mein Mikrofon übersteuert dann irgendwie immer. Boah. Gott, das ist dann... Aber das Blöde ist halt eben, ich kann es ja nicht leise einstellen, weil wenn ich dann normal rede, dann hört man mich schon wieder nicht. Aber wenn ich dann schreie, dann hört man mich super. Also dann hört man mein Gelaber sozusagen im Spiel, also im Let's Play da nicht, im Video. Sondern nur, wenn ich schreie. Ja, das ist aber nicht der Sinn von dem Spiel, vom Let's Play hier, ne? Okay, bin wieder voll. Sammle ich mir alles auf hier. Könnte mal ein Shop kommen eigentlich, wo ich dann Sachen verkaufen könnte. Aber das beruhigt mich dann immer... Nein, 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 nein! Oh, genau davon habe ich gerade geredet, vom Schreien, ey. Okay, sorry, Bros, also, das tut mir wirklich schrecklich leid, wenn ich dann irgendwie, zu laut bin und übersteuert bin, also, ich würde ja gerne das Schreien irgendwie weglassen, aber... Das kommt einfach irgendwie immer wieder, wenn irgendwo so scheiß Viecher sind, weil... Also bestimmt sagen welche, ja, wenn du so Angst hast und sowas, dann solltest du doch nicht so ein Survival-Horror-Game zocken und dabei aufnehmen. Dann sag ich aber, ja, aber das ist doch viel lustiger, wenn ihr ein Let's Play schaut, wo viel Emotionen dabei sind, ne? Kinder, so ist das halt eben in der Erwachsenenwelt. Okay, genug von Lernen. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Was ist denn das da? Terra Nova Bahndienst. Kommt da jetzt etwa ein Zug oder sowas? Zugkollision registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Jetzt müssen wir hier was freiräumen. Zum Glück bin ich ein Mechaniker. Irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Buckle. Ich sehe mir das mal an. Gut, dann sehen wir uns das mal an und werden dann die Bahn da ein bisschen freiräumen. So, jetzt klettern wir mal wieder nach oben. Also es ist viel Kletterei hier irgendwie. Irgendwo mal nach oben klettern. Ah, ich wusste, dass es da lang geht. Ich wusste, ich habe schon gedacht. Wie ich schon nach oben gekommen bin, habe ich schon gerochen, dass wir nach da oben müssen. Nein, warum kommen diese Scheißviecher immer? Diese Scheißviecher sind sowieso immer richtig scheiße. Das sind richtig kleine Arschlöcher hier.
Weil die sind so klein, die trifft man nicht immer. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. What the fuck? What the fuck? Nein, 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 mein Gott. Sucherbot wartet an der Bank. Hä? An welcher Bank wartet er denn? Ich wusste, dass wir nach da müssen. Sonst wäre dieses scheiß Fieder nicht gewesen. Was ist das, was hat er fallen gelassen? Ersatzteilbox. Ah, nehmen wir einfach mal die Ersatzteilbox mit. Weil so eine Ersatzteilbox können wir bestimmt auch immer gut gebrauchen. Falls wir mal was reparieren müssen oder sowas. So, jetzt fahren wir nach unten. Ne, nach oben fahren wir jetzt. Oh, hier ist alles so kaputt, ey. Also, wenn ich so einen Job hätte, hier, ne, so Mechaniker, wo so gruselig aussieht und so heftig, dann würde ich sagen, nee, ich kündige. Wäre ich lieber Hartz-IV-Empfänger oder sowas. Oh mein Gott, was ist jetzt? Ich will irgendwie nicht nach da unten. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie keine Lust, nach da unten zu gehen. Weil ich weiß ganz genau, dass wenn wir jetzt nach da unten gehen, dass da irgendetwas ist und irgendetwas auf uns warten wird. Das weiß ich. Bros, Sis, Dogs, Cats. Boah, Gott. Also, nur so, ich warne schon mal vor, dass wenn da jetzt etwas kommen wird, was Großes und es eklig aussieht, werde ich dann wahrscheinlich wie ein kleines Mädchen nach Mami schreien. Und ja, so wird das dann auch enden. Also habt ein bisschen Nachsicht, ein bisschen Mitleid mit mir. Schreibt in die Kommentare, oh, nix, du armer, 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 kleiner Wicht, du. Dann ist alles in Ordnung. So, genug. Wir gehen jetzt nach unten und... Okay, ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Okay, gut, da hat wohl jemand was vergessen dann. Müssen wir jetzt da dran? Aktivieren, ja, das ist das. Müssen wir da jetzt dran? Was ist denn das jetzt? Hä? Ach! So ist das also. Okay, gut, jetzt kommt das nächste. Wie kommt das hin? Nee, das ist falsch. Ah, ist ja recht einfach eigentlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass je mehr wir da hinkommen, desto eher merken die Alien, dass es da jemand ist und dann kommen sie. Was mache ich denn? Nee, das ist falsch. So. Oh, läuft ja eigentlich schon mal recht flüssig. Was mache ich denn da manchmal? Manchmal drücke ich da irgendwelche Knöpfe. Ja, das hätte mich auch irgendwie gewundert. Ach so, jetzt. Guckt mal, da ist ein Zombie. Ein Alien. Warum ist da eigentlich so ein Alien? Das frage ich mich jetzt eigentlich. Warum zum Teufel ist da ein Alien? Naja, egal. Solange es uns nichts tut,
ist das ja prima. Jetzt machen wir es ein bisschen schlecht hier. Ich frage mich eigentlich, ob der auch irgendwann mal kotzt. Ah nee, ist ja ein Alien. Kann ja gerade mal kotzen. Ach so, ja, jetzt hat. So, jetzt haben wir es hingekriegt. Achtung! Frachtfehler in Bucht 4. Isolierungsstörung registriert. Biologische Anomalien vorhanden. Bitte Vorsicht walten lassen. Hindernis beseitigt. Normaler Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Ich wusste, dass er doch kommen wird. Nein! Nein! War's das? War's das? Bitte. Oh Gott, zum Glück war's das jetzt. Ey, krass, Mann. Wie mich dieses Spiel wirklich einfach nur erschrecken will, ey. Also, das ist wirklich ein Spiel, wo man nicht andauernd durchsuchten kann. So ein Dead Space-Teil, meine ich. Weil das ist, manchmal kommt da wirklich so richtig... Gott, ey, leck mich am Arsch, Mann. Also ich meine, es ist krass, das Spiel. Aber ich meine, man kann es schon ein wenig übertreiben mit der, mit dem Horror da. Oh nein. Nein. Ich muss hier rausspringen irgendwie. Langsamer. Das ist nichts Gutes. Das bedeutet nichts Gutes. Okay, muss ich jetzt nach da? Oh Gott. Was ist denn das da? Da ist wieder so etwas, was wir uns dann anhören können. Sowas abspielen. Dann spielen wir das mal ab hier, Bros. Tucker Edwards. Könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Hey, Tuck. Bist du da? Oh, leck mich, Sam. Mein Job war es, eure Ärsche hierher zu fliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist, Tucker. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Säcken, Sam. Lass dir von Sikowski bei deiner Monsterfarm helfen. Der kleine Arschkrieger wird alles tun, um den Commander zu beeindrucken. Diese Mission ist ein Gruppending, Tucker. Und irgendwann wirst auch du mal was fürs Team machen müssen. Irgendwann, Sam. Aber nicht heute. Ja, aber sonst hast du niemals, ja, eine andere Möglichkeit gehabt. Jetzt seid ihr bestimmt alle tot oder ich habe euch schon umgebracht, weil ihr so Alien-Zombie-Monster geworden seid. Und ja, so, gehen wir mal hier in den, was ist das? Frachtraum. Ach, egal, wir gehen jetzt da in diesen Raum da rein. Was ist denn das? Was zum Teufel ist das? Wo sind wir hier? Hey, denken Sie an Ihr Chinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Ich habe mit diesem Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Ja, aber jetzt... lebt er auch nimmer.
So, dann nimm mir mal hier so ein Gedöns. Müssen wir denn lang? Wir müssen doch da durch diese Tür. Schätze ich mal. Ja, da müssen wir durch. Nehmen wir das mal mit. Öffne. Jawoll. So wird's gemacht, Bro. So wird's gemacht. Immer schön aufspießen, diese scheiß Viecher hier. Habt ihr gesehen, dass es ein bisschen was gebracht hat? Aber ich meine, so viele Klingen oder was auch immer das ist, findet man auch nicht, dass man das die ganze Zeit benutzen kann. Am besten ist es einfach nicht so viel zu schießen. Immer schön gezielt schießen. Und dann funktioniert das auch. Ich frage mich eigentlich, ey, der Typ ja, war ja auch schon im ersten Teil. Gab es diesen Typ da ja auch schon? Und bevor ich da rausgehe, muss ich noch was sagen. Den Typ gab es ja auch im ersten Teil schon und hat da auch schon erklärt. Ich frage mich eigentlich, ob der im dritten Teil jetzt als noch lebt oder ob der schon gestorben ist. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, was im ersten Teil so richtig dran kam. Der Typ kommt mir nämlich richtig bekannt vor. Vielleicht habe ich ihn sogar schon gefunden und habe ihn sogar schon getötet im ersten Teil. Oh, ich habe keine Ahnung mehr. Ist schon ewig her, wo ich den ersten Teil gezockt habe, aber egal. So, dann gehen wir jetzt hier raus.